gar nicht toll. Jo, hier kommt eine Kugel raus. Und wo schicken wir die hin? Einmal dahin. Einmal. Arsch. Ups. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ach. Moment. Blick ich's noch? Also einmal du. Ja. Einmal du. Und einmal du. Ne? Ja. Passt. Wundervoll. Ah, und wieder so ein Aufzug. Moment. Ganz einfach. Dahin. Da ein Portal hin. Wieder ein unendliches Portal. Juhu! Und dann wieder hier durch. Auf die Plattform. Der Boden sieht eklig aus. Fast wie mein, aber mir zu Hause. So. Very impressive. Ja. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Echt? Cool. Also kann ich ja doch rein. Juhu! Oder auch nicht. Jo, und wieder ein kurzer Aufnahmestopp. Bis gleich. Hallo, der Blind-Spectator für euch am Mikrofon und es geht weiter mit Let's Play Portal. Portal. Ja, ich bin immer noch krank. Keine Besserung in Sicht. Liegt vielleicht daran, weil ich gerade am Stück aufnehme. Daran könnte es natürlich liegen. Da ist keine Besserung in Sicht. So, machen wir weiter. Mission Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Na, ah, das reizt mich doch. Okay. Also hier ist dieses Teil. Nehmen wir doch da einfach den Würfel mit. Oh shit. This is the bitch. Jo, wie machen wir es dann? Wir nehmen den Würfel, gehen wir durch. Setzen den Würfel ab. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Machen hier ein Portal hin. Ich muss da jetzt runter, weil. Weil ich doof bin und es gerade nicht blickt. Once again, the Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Sonst wäre es wirklich unmöglich gewesen, wenn da oben nicht dieses Teil gewesen wäre. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Ich weiß. Ich bin auch ganz stolz auf mich. Und die Fliege mag mich auch, die furchtbar in meinem Zimmer ist. Sie liebt mich, sie will mich heiraten. Oh, ich glaube heute wieder viel Scheiße. Ja, mit Devil May Cry wird es natürlich auch weitergehen. Bei Gelegenheit. Also, ich warte eigentlich nur darauf, dass mein Kopf wieder klar ist und meine Stimme. Und dann geht's direkt weiter. Hello direkt. Again. To reiterate. Momentum. Ah, schön. Jetzt sind wir schlauer, nicht wahr? Jo, und das geht so. Elendil! Und hier erneut. Elendil! Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Ja, da dasselbe, nur in umgekehrt. Nur wo kann ich mein Portal hinschießen? Da hinten? Nein. Da oben! Komm. So, schießen wir unser Portal hier hin. Sehr schön. Und hinunter! Elendil! Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms,
Speedy thing goes in, speedy thing comes out. Yo! Ihr habt's verstanden, denke ich, wie es funktioniert. Ebendil! Und uns wird schlecht, weil wir mit dem Kopf zuerst aufgekommen sind. Also, wir springen praktisch in ein Portal und genauso schnell kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Was ist nach vorne katapultiert? Sehr nützlich, sehr nützlich. Ja, Ladedaten. Da können wir direkt irgendwo hin. Spart uns Zeit, hä? Oh, okay. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt richtig ist, was ich gemacht habe, aber ich denke mal schon. Wir warten jetzt, bis diese lustige Kanone da hier hinten ein Portal hinschießt. Ja, nämlich exakt so. Dann kann ich hier durch. Dann kann ich hier entlang. Hier ist irgendwo eine Neutronenkugel. Da haben wir sie. Bim, bim. Die schicken wir durch. Und was passiert dann exakt? Habe ich mich gerade erschreckt. Bin ich tot, ey. Okay. Also, wir haben hier diese Kugel. Die dotzt da hinten wieder auf und kommt wieder raus. Und wir sind tot. Hä? Ich muss dann noch dahinter kommen, was mir das jetzt genau bringt. Okay. Kommt weiterhin natürlich immer hier raus. Zieh weg. Also ich brauche definitiv dieses Portal hier. Da bin ich mir sicher. Und die Kugel muss natürlich irgendwo da hinten rein. Moment. Da hinten ist das Teil, wo es rein soll. Und das machen wir, indem ich auch durchs Portal gehe, wenn die Kugel gerade hier entlang fliegt. Nehme ich an. Jetzt habe ich nur ein bisschen Angst. Das hier ist die richtige Stelle. So. Und jetzt sollte die Kugel früher oder später ja eigentlich irgendwo rauskommen. Hat sich schon bewegt, okay. Dann ist natürlich auch gut. Das Teil ist ja schon drin. Da bin ich schon drin. Ja, und da müssen wir jetzt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, hier drauf. Ah, okay. Das sieht doch schon gut aus. Und wir kriegen unser zweites Portal. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject Hong Kong. Okay. So. Da schießen wir das Portal hin. Da schießen wir das Portal hin. Und gehen einfach wieder durch. Halbwegs funktioniert's ja. Halbwegs blick ich's. So. Wir sind durch. Und da ist der Aufzug. Drogen! Drogen, 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 Drogen. Das geht aber besser, Moment. So, oder? Drogen, 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 Drogen. Jo, zu viel Zeug. Jo, in die andere Richtung geht's auch. Oh, da wird einem so übel. Okay, gehen wir weiter. Bevor ich hier noch Apeshit gehe. Man darf mir echt keine zwei Portale geben. Da dreh ich ja durch. Okay, also wir sind im nächsten Raum. Raum Nummer 12.
können, erschlagen werden. Wir müssen fliegen wie Superman. Okay, da oben haben wir das. Da machen wir einfach mal ein Portal hin. Ich weiß nicht wofür, aber wir machen eins hin. Hier springen wir runter. Juhu! Ich bin tatsächlich in der Etage höher. Da machen wir wieder ein blaues hin. Und dann springen wir wieder rein. Juhu! Und wir sind oben. Aber wir haben keinen Kubus. Habe ich was falsch gemacht? Und dann kann ich hier jederzeit wieder oben rauf. Das ist ja kein Problem. Ich habe das Portal da oben ja gesetzt. Hier ist kein Würfel. Okay, wir sind wieder da. Gott, war das übel. Aber wir haben immer noch keinen Würfel. Da ist er. Da ist der scheiß Würfel. Ich kann hier kein Portal setzen. Machen wir den ganzen Scheiß dann halt nochmal. Ich muss jetzt nur rüberkommen. Elendi! Ja. Und wieder einmal. Ja, hat geklappt. Juhu! Bam. Wir sind durch! Wie. In der deutschen Übersetzung sagt sie dann wir. Total sinnlos. Mit wie meint ihr eigentlich wie? Wir fliegen, so ungefähr. In der deutschen Übersetzung sagt sie aber wir. Weil die deutsche Übersetzung kackt. So sieht's aus. Raum Nummer 13. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic cell and adrenaline. Okay, also wir dürfen jederzeit in Ohnmacht fallen. Das ist kein Problem. Das machen wir. Hi. 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 Egal. So, machen wir ein Portal hier hin. Und lustig. Ein Portal machen wir hier hin. Und was wird passieren? Bäm, drin. Ja, bin ich schon drin. Hier bewegt sich jetzt die Plattform. Und auf die Plattform kommen wir, die wir so ungefähr machen. Die Plattform an sich ist unwichtig. Wir brauchen nur die scheiß Würfel, der da drauf steht. Juhu! Und schon haben wir ihn. So, mit dem Würfel gehen wir dahin. Juhu! Hindurch. Drauf mit dem Teil. Tor ist nicht offen. Wir brauchen noch einen. Ja. Und der andere Würfel ist... Wo? Gibt's nicht. Das Rätsellösung ist folgende. Juhu! As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. Ihr habt mich angelogen. When the testing is over, you will be missed. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Will nicht vermisst werden. Wir werden sicher nicht vermisst werden. Nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. So, Raum Nummer 14. Wasser. Kein Wasser trinken. Okay. Hast du nicht vor mir was zu sagen? All subjects intending to handle high-energy gamma-leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject.